Hallo Ladies, heute gibt es eine neue Podcast-Folge von mir und ich bin dankbar, dass ich das heute aufnehmen darf und bin auch froh. Ich habe heute so einen guten Tag. Nicht, dass ich nicht öfter auch gute Tage hätte, aber heute habe ich irgendwie so ein Juhu. Ich hoffe, dir geht es auch gut und du hast eine gute Zeit. Und erstmal herzlich willkommen zum Podcast Reise in die bedingungslose Liebe, deinem Podcast für die Selbstverwirklichung als Frau, wo es wirklich darum geht, die eigene PS voll und ganz auf die Straße zu bringen, über die Rückverbindung der Urquelle des höchsten reinsten Seins, also auch zum eigenen hohen Ich, auf liebevolle Weise auch mit Mama Erde und einfach den Weg der zwei Herzen zu gehen, die Herzöffnung. Schön, dass du da bist. Und heute geht es weiter. Es war jetzt ziemlich lange Pause und still um mich herum. Das lag auch mit daran, dass ich mein Warum verloren hatte. Also mir war nicht mehr so klar, warum ich eigentlich regelmäßig Podcast-Folgen veröffentliche, weil ich doch auch den Wunsch habe, dass eine Rückmeldung kommt von meinen Zuhörerinnen. Und dass man auch in den Austausch geht. Und es war ja nicht nur bei der Podcast-Folge so nicht, sondern auch eher selten auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, auch wenn ich natürlich niemandem vorschreiben kann und will, wie er auf meine Podcast-Folgen reagiert oder auf andere Dinge, die ich auf Social Media veröffentliche, es ist doch für mich so gewesen, dass ich es als, als traurig empfunden habe und auch als schade, dass da so wenig Rückmeldung kam, weil es ist wirklich viel Zeit, was ich da reinstecke. Und es ist natürlich auch für mich wichtig zu wissen, wo meine Zuhörerinnen stehen, damit ich vielleicht auch auf Fragen eingehen kann und andere Punkte. Und dann ist mein Warum leider etwas flöten gegangen, bis ich jetzt wieder in mir festgestellt habe, es macht mir Spaß, Wissen zu teilen. Es ist so wichtig, in der aktuellen Zeit positives Wissen in die Welt rauszubringen. Ich hatte gestern mit einer Frau ein Gespräch und sie hat halt wieder auch klar gemacht, wie der Klimawandel momentan aussieht und sich entwickelt und wie viele Menschen wohl anscheinend gar nicht wissen, was sie selber möchten und wo ihr Weg lang geht. Und in gewisser Weise sind ja diese Themen auch meine Themen. Ich höre immer wieder den Call von Mama Erde, weiterzumachen oder sie zu unterstützen, verschiedene Weise. Und auch, einfach dieses, was Positives in die Welt zu bringen, ne? Und wenn man selbst noch so viel Kacke erlebt hat im eigenen Leben, gibt immer die positiven Dinge, auf die man sich ausrichten kann und die wichtig sind. Und ich finde es so, so wichtig und mehr wichtig, wirklich in Verbindung zu sein. Über das Herz, also wirklich dieses, ein Leben in Verbundenheit, in positiver Verbundenheit zu führen. Und ich merke, wie da eben meine Sozialphobie noch ihren eigenen Tribut fordert. Und trotzdem, es ist einfach wichtig, in Verbindung zu gehen. Es ist die Zeit dafür, es ist einfach nicht mehr Zeit, diese alten Muster noch zu frönen, sondern es ist Zeit, diese alten Muster auszusortieren, zum Beispiel mit EFT. Und es ist Zeit, wirklich vorwärts zu gehen, ins eigene Leben zu springen und Spaß und Freude daran zu haben. Und ich persönlich habe festgestellt, das geht eben hauptsächlich dann, wenn die Dinge, die einem eben den Spaß und die Freude genommen haben, wie zum Beispiel das Thema alleingeborene Mehrlinge sein, wo ja Spaß und Freude schon in der Gebärmutter definitiv kein Thema ist, dass das einfach wichtig ist, diese aufzulösen. Und darum geht es ja die ganze Zeit schon in diesen Podcast-Folgen. Es geht nie darum, immer nur den Schatten anzuschauen, sondern es geht immer darum, zu schauen, okay, wo ist ein Schatten? Was habe ich bei mir noch nicht angenommen? Was habe ich selber erschaffen an Emotionen oder an Gedanken? Und wo blockieren sie mich heute noch? Und das dann auch zu reframen, ne? Also wirklich auch zu schauen. Damals war es sinnvoll zu trauern, zum Beispiel jetzt als alleingeborener Mehrling im Bauch. Damals war es vielleicht auch sinnvoll, sich hilflos zu fühlen, weil man konnte ja auch nicht weg aus der Situation und sich hilflos zu fühlen, wenn man einen geliebten Menschen verliert, ist natürlich auch ganz normal. Und trotzdem ist es einfach so, dass es irgendwann auch mal wichtig ist, diese Trauer zu beenden und nach vorne ins Leben zu gehen.
Und ja, ich merke einfach, wie viel Leichtigkeit und wie viel ja auch Kraft mir das gegeben hat. Und wie wichtig es ist, nach innen zu gehen. Und das merke ich nicht erst nur heute, sondern über den ganzen Weg, den ich eben gegangen bin. Und ich möchte heute einfach dir Mut und Hoffnung mit auf den Weg geben, mit dieser Ansprache, mit dieser zugegebenerweise auch emotionalen Ansprache, diesen Weg zu gehen, wirklich hinzuschauen und wirklich das zu aufzulösen und zu transformieren und dich dem zu stellen, was da an Schmerz noch vielleicht in dir ist und das Ganze wirklich auch aufzulösen. In diesen Podcast-Folgen, die ich schon geteilt habe, gibt es so viele Informationen nach zu den Themen, wenn sich irgendwas nicht auflösen lässt und auch auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, das kann dich dabei auf jeden Fall unterstützen, denn mein Weg war ja wirklich so, dass ich nichts bewegen konnte. Und jetzt kann ich es. Also mit nichts bewegen meine ich so dieses, ich konnte in meiner inneren Welt nichts bewegen. Und dadurch, selbst wenn ich im Außen was Neues angefangen hatte, war es doch immer wieder das alte Muster. Ja, soweit. Ich möchte allerdings auch noch als News Report heute mit auf den Weg geben, dass ich neulich einen Artikel gelesen habe von jemandem über die neuen YouTube ich glaube, Richtlinien, auf jeden Fall die neue YouTube-Ausrichtung geschrieben hat. Und da wird davon berichtet, dass eben bestimmte Themen, also zu bestimmten Krankheiten auf YouTube, die nicht der WHO-Ansicht entsprechen, nicht mehr zugelassen werden. Also rund um die Themen Medikamente, aber auch zum Beispiel, wenn jemand jetzt nicht WHO-konform seine Krankheit geheilt hat und davon berichten würde, das wird auch nicht mehr zugelassen, da werden die Videos wohl gelöscht und gesperrt. Sprich, es geht darum, ja, um Gleichschaltung meiner Meinung nach, ja. Und ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Deswegen habe ich mir auch überlegt, okay, wie will ich weitermachen mit YouTube, aber auch mit anderen Kanälen, die ich schon eine ganze Weile eben bediene. Bin zu dem Entschluss gekommen, ich werde vermehrt Blogartikel schreiben und da lache ich jetzt so ein bisschen, weil das schon so lange auf meiner Liste ist. Ich mag es einfach nicht, mich mit diesem SEO zu beschäftigen, also dieses Search Engine Optimization, Suchmaschinen-Dingsdongs. Und trotzdem ist es aber eine Möglichkeit, wirklich seine eigene Meinung noch frei zu äußern, ohne dass er jemand zensiert, ohne dass ich Angst haben muss, dass irgendein Video, das für mich 1,5 Stunden Arbeit oder so gekostet hat, dann vielleicht gelöscht wird. Sprich, ich werde meinen Podcast weiterhin machen, die Blogartikel schreiben, den Podcast aber vielleicht nicht jedes Mal auf YouTube teilen. Ich werde definitiv mit dem Newsletter endlich anfangen und das umsetzen. Ja, Prokrastination ist auch bei mir noch ein Thema, wie du vielleicht schon gemerkt hast, wenn du regelmäßig meine Videos und meinen Podcast verfolgst. Ja, aber das ist auf jeden Fall was ich umändern möchte, ne? Also weg mehr von diesen Social-Media-Kanälen und die halt, ja, wo nur jemand einmal den Knopf drücken muss und dann ist der ganze Kanal weg. Hin zu denen, wo ich weiß, okay, da habe ich viel mehr selber in der Hand. Also, du bist herzlich eingeladen, dich mit meinem Newsletter einzutragen. Du bist herzlich eingeladen, weiterhin die Podcast-Folge zu hören, zum Beispiel über Spotify oder über andere Kanäle, die ich da unten noch verlinken werde. Bei YouTube dann unterhalb der Videobeschreibung und im Podcast, unter der Podcast-Beschreibung, nicht Verschreibung. Und ja, da kannst du mich dann noch finden und natürlich in meinem Blog. Da kannst du dich auch dafür eintragen. Dann werde ich da wirklich dieses Mal regelmäßig rumschicken, wenn ein Blogartikel rausgegangen ist. Ich habe noch keinen Rhythmus dazu, den werde ich wohl noch entwickeln in den nächsten Tagen, meinem Gefühl nach. Aber auf jeden Fall ja diesen Monat mehr und mehr. Jetzt haben wir September 2023 und dann geht es da auf jeden Fall weiter. Außerdem bin ich auch bald wieder auf einem Online-Kongress zu hören. Da habe ich heute ein wundervolles, richtig bombiges Video dazu aufgenommen, das hoffentlich vielen Menschen die Informationen weitergibt, die sie brauchen, damit sie ihren eigenen Weg gehen. Da sind auch Informationen dabei, die ich noch nicht geteilt habe in meinem Podcast oder auf YouTube. Da werde ich auch dann nochmal ankündigen, wenn die Anmeldung da läuft und wenn ich den Link dazu habe.
Und da kannst du dann auch mitmachen und ja, bestimmt super viele neue Anregungen für Gesundheitsthemen finden und weitergehen, auch zum Thema Trauma. Gut, das waren die News, der News Report für heute. Und ich möchte heute gerne mit dir Informationen teilen von den Venusianern. Die stehen da schon da und in den Startlöchern. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was kommt. Ich bitte dich darum, mit dem Herzen zuzuhören und gerne vorher einen Filter zu setzen, dass nur positive Frequenzen und positive Schwingungen zu dir durchkommen, die aus der Sicht der Urquelle des höchsten und reinsten Seins positiv sind. Und ja, dann kriegst du auch deine ganz eigenen individuellen Informationen dazu und die, die ich vielleicht nicht mitbekomme. Jede Frau ist natürlich ein eigener Empfänger, kann unterschiedliche Informationen empfangen und so ist das eben auch hier in diesem Podcast. Ja, wir sprechen heute zu dir aus einer unterschiedlichen, aus einer anderen Dimension, einem anderen Zeitraum, dem Zeitraum der Liebe und des Lichtes. Bitte lausche mit dem Herzen, wie Sabrina eben schon dir mitgeteilt hat, dich gebeten hat. Denn es werden Informationen zu dir fließen, die dich unterstützen werden, die dir helfen können, deinen eigenen Weg zu finden und vorwärts zu gehen. Es geht darum, in dieser Zeit das Herz zu öffnen, mehr und mehr, weiter und weiter, mehr und mehr Licht durch dein Herz in die Welt fließen zu lassen, auch über deine Gebärmutter. Denn dein Herz ist mit deiner Gebärmutter verbunden. Sie sind eins auf einer anderen Ebene, in einer anderen Dimension. Nur du nimmst sie in deinem Körper als getrennt wahr und doch sind sie miteinander verbunden, sind sie mit der Ebene des höchsten und reinsten Seins verbunden. Und es geht darum, diese Ebenen zu nutzen, um wirklich dein Potenzial, dein Licht, deine Frequenz, deine Farben in diesem Leben, in die Welt zu tragen. Denn es geht darum, dich selbst zu lieben. Es geht darum, dich selbst auszuleben. Es geht darum, wirklich zu tanzen, zu lachen und zu singen. Dies ist kein Märchen, sondern es ist die Wahrheit. Es ist eine andere Art von Realität. Es mag noch nicht deine Realität sein, doch diese Realität existiert ebenfalls. Diese Realität ist 5D und höher. Diese Realität ist das, was wir schon leben, wo wir uns zu Hause sehen, wo wir uns zu Hause sind, fühlen und zu Hause sind. Wir sind diejenigen, die es geschafft haben, unseren Planeten wirklich in Liebe, in Licht, in dieser hohen Schwingung zu halten. Wir sind die Venusianerinnen, die gerne mit dir Informationen austauschen möchten, um dich auf deinem Weg zu begleiten. Und heute geht es um ein Thema, das bisher noch wenig besprochen wurde. Es geht um die Schwangerschaft von Projekten, die Schwangerschaft, wie du Projekte wirklich ins Fließen bringen kannst, ins Leben rufen kannst, sodass sie geerdet sind und auch voller Leben und voller, ja, ich kriege da gerade das Wort noch nicht so richtig, sodass sie voller, sodass sie sich in die Welt tragen und in die Welt verbreiten können. Es geht darum, wirklich aus dem Jetzt herauszuhandeln. Es geht nicht darum, sich zu fragen, was ist denn wohl in meiner Zukunft, wie sieht denn wohl in der Zukunft mein Lebensweg aus, sondern es geht darum, im Jetzt zu schauen, was fühle ich in meinem Herzen, was fühle ich in meiner Gebärmutter, was ist das, was Herz und Gebärmutter gemeinsam auf die Erde bringen möchten, ins Leben tragen möchten und was genau ist der erste Schritt dafür? Was genau könnte ich jetzt tun, um wirklich das in die Welt zu bringen? Und dabei geht es weniger darum, viel nachzudenken, sondern es geht darum, wirklich zu fließen, fließend zu sein, wie das Wasser mit dem Leben zu fließen und zu schauen, was ist jetzt gerade dran im Einklang mit Mama Erde und der höchsten Ebene, deinem eigenen hohen Selbst. Was ist wirklich wichtig? Was entspricht dem Plan der Urquelle des höchsten und reinsten Seins? Und bitte geh nicht danach, was dein Geldbeutel dir sagt, sondern bitte geh nach dem, was dich wirklich ruft, wonach dein Herz sich sehnt, wo du wirklich dieses Gefühl hast, ah, da dehnt sich mein Herz aus, da wird es breit, groß, ein mächtiger Strom fließt von deinem Herzen in dieses Leben, in dein Jetzt, in dein jetziges Sein. Wo ist das Licht? Wo ist es lichtvoller? Wo geht es lang? Und es geht auch darum, sich jeden Moment neu zu fragen, ob das immer noch das ist, wo du wirklich lang gehen möchtest.
Egal, ob du das jetzt vor Ewigkeiten schon mal beschlossen hast oder ob du das gerade erst herausgefunden hast oder am nächsten Tag dich ja nochmal fragen, ist denn das jetzt immer noch das Richtige im Jetzt und hier, im Heute? Denn es gibt so viele Richtungen, die du einschlagen kannst, das wissen wir, das ist uns wohl bekannt. Und trotzdem geht es aber darum, einzig und allein deinem Herzen als Wegweiser zu folgen. Egal, was im Außen ist, egal, was die anderen sagen, egal, was du für irrsinnige oder für Fehlinformationen möglicherweise geschickt bekommen hast, durch verschiedenste Wege. Ja, da gibt es leider viele Möglichkeiten, wie du an Irrwege geführt werden kannst. Die wollen wir hier jetzt nicht besprechen. Wir wollen dir ganz klar sagen, einen Weg weitergeben, wie du deinen Herzensweg gehen kannst, deine PS, deine Berufung, das, wofür du wirklich brennst, wofür du wirklich hier bist, was du wirklich, 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 wirklich leben möchtest, das dich glücklich macht, wo du dieses Gefühl hast von Freiheit, wo du dieses Gefühl hast von, ja, es fließt, im Flow zu sein. Man könnte auch sagen, Magic, die Magic der Urquelle des höchsten und reinsten Seins. Und wir haben dir jetzt schon sehr viele Informationen gegeben und möchten uns für heute verabschieden, denn dies war eine Menge Input und es geht darum, diesen Input wirklich in deinem Alltag zu leben. Und wir wünschen dir bis dahin, bis wir uns das nächste Mal wieder hören, eine gute Zeit und ja, sagen Tschüss. Wow, so ihr Lieben, das war heute wirklich sehr, sehr rasant. Ich habe das Gefühl, das ist generell eine sehr rasante Podcast-Folge. Ich bin wieder hier, die Sabrina. Und ja, ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ja, wünsche dir auch eine gute Zeit und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich überlege noch, ob ich jetzt also jede Woche eine Podcast-Folge rausbringe, was mir eigentlich sehr besser schmeckt. Ja, aber dann ist es so eine Sache, dabei zu sein. Vielleicht mache ich es auch im Wechsel mit einem Artikel. Also eine Woche Artikel, nächste Woche Podcast-Folge. Aber das werden wir dann sehen. So, Licht und Liebe, möge die Liebe und der Segen mit dir sein. In Liebe und Licht. Tschüss.